Vor 100 Jahren begann unter den europäischen Großmächten ein Krieg, der später den Namen Erster Weltkrieg erhalten sollte. Bis 1918 forderte er rund 17 Millionen Menschenleben. Das Leben von 8 Millionen Zivilisten und 9 Millionen Soldaten. Sehr verehrter Herr Professor, als Bursche von Herrn Leutnant möchte ich Ihnen, so viel ich kann, über die letzten Stunden des Herrn Leutnants mitteilen. Die Königliche Bibliothek zu Berlin, die damals wichtigste Bibliothek des Reiches, sah es konsequenterweise als ihre patriotische Aufgabe an, sofort nach dem Kriegseintritt des Deutschen Reiches eine besondere Kriegssammlung anzulegen. 100 Jahre später hat die Bibliothek es sich vorgenommen, diese Zeitzeugnisse aus gutem Grund aus dem Archiv zu holen, bibliothekarisch zu erschließen und für die Digitalisierung vorzubereiten. Im Projekt Europeana Collections 1914 bis 1918 arbeiten Bibliotheken aus Ländern zusammen, die während des Krieges auf unterschiedlichen Seiten des Konfliktes standen. 10 Nationalbibliotheken und weitere Partner haben seit 2011 mit Unterstützung der Europäischen Kommission und koordiniert durch die Staatsbibliothek zu Berlin über 400.000 Objekte aus der Zeit des Ersten Weltkriegs digitalisiert. Schreiben Sie wieder in Ihrem Roman, Herr Leutnant? Damit wird ein Zugang zur Geschichte des Ersten Weltkrieges über eine Vielzahl neuer Quellen ermöglicht, die nun der Öffentlichkeit über das Internet frei zur Verfügung stehen. Als Plattform für die gemeinsame Sammlung dient das digitale Kulturportal Europeana, das bereits rund 30 Millionen Digitalisate aus europäischen Bibliotheken, Archiven und Museen zusammenführt. Im Projekt Europeana Newspapers arbeiten 18 europäische Partnerinstitutionen daran, bis zum Jahr 2015 historische Tageszeitungen mit insgesamt mehr als 18 Millionen Zeitungsseiten digital zugänglich und Wort für Wort durchsuchbar zu machen. Während die Bibliotheksgebäude abends schließen, ist die weltweit größte Sammlung zum Ersten Weltkrieg in Europeana 24 Stunden an 7 Tagen pro Woche zugänglich. Europeana 1914 bis 1918 vereinigt unter einer Oberfläche und nach Themen durchsuchbar mehrere hunderttausend Quellen aus Bibliotheken, Filmarchiven und von Privatleuten zur weltweit größten digitalen Sammlung zum Ersten Weltkrieg.